Alexander Povetkin gegen Anthony Joshua. Der Kampf steigt heute Abend in London und wird wieder vor dem Stadion sein. Für viele gilt Joshua als klarer Favorit. Also das habe ich schon ein bisschen so herausgelesen, herausgehört, was so die Expertenmeinungen angeht. Ich denke, dass für mich ist Povetkin mindestens ebenbürtig, 50-50, mindestens. Nach dem gestrigen Wiegen würde ich sogar auf 60-40 Richtung Povetkin gehen, was seine, sag ich mal, psychologische Verfassung angeht, weil da hat für mich Povetkin viel stabiler gewirkt als Joshua. Und Joshua hat einiges zu verlieren, auf ihn gesetzt, der Box ist vor vollen Stadien, hat, denke ich mal, gute Fernsehkontakte und Kontrakte. Und für Povetkin ist es eine Chance, auf sich nochmal in der Boxwelt groß aufmerksam zu machen. Ja, das heißt, er ist schon in einem Alter, wo es langsam Richtung Legende zugeht oder Veteran. Ja, und jetzt muss er gegen einen jüngeren Gegner zeigen, dass er es doch noch kann, dass er diese Klasse immer noch besitzt und dass auch gegen eine neue junge Generation nicht nur bestehen kann, sondern auch diese Klasse ausspielen kann. Ob es Povetkin schafft, das werden wir heute Abend sehen. Aber ich denke schon, dass er, wenn er gut drauf ist und das vom Körperlichen her sieht er sehr gut aus, das heißt, er wird austrainiert, er wird ruhig, ich glaube, er weiß, was er zu tun hat. Er weiß auch um die Schwächen von Joshua. Und er wird auch, denke ich mal, im Kampf wissen, wie er davon profitieren kann. Einzige Schwäche, oder es gibt natürlich viele Schwächen, aber bei allem, klar, aber die größte Schwäche von Povetkin könnte natürlich sein, dass seine Abwehranfälligkeit, ja, das heißt, gegen Preis hat man gesehen, dass er sogar gegen einen Boxer von Preis, das, den ich gar nicht hoch einschätze, dass er doch einige Treffer kassiert hat und auch in Bedrängnis geriet. Das ist natürlich eine Tatsache, die ja für die Povetkin-Fans wahrscheinlich ja, die ins Auge sticht gar, aber ich denke schon, dass wenn er diese Schwäche in den Griff bekommt und wenn er schafft, in der erste, zweite, dritte Runde seinen Gegner in Bedrängnis zu bringen, also den Joshua, dann hat Povetkin durchaus diese Chance, diesen Kampf für sich siegreich zu gestalten. Das heißt, er muss natürlich in Assistanz kommen, er muss schaffen, diesen Kampf dominant zu bestimmen, er muss sehr schnell sein, treffen, rausgehen und dann mit Serien treffen, das heißt zwei, drei Schläge anbringen und es müssten dann zwei Schläge sitzen. Und wenn der zweite sitzt, dann, und wenn der Gegner, sag ich mal, in Bedrängnis ist, dann kann er nochmal angreifen, dann könnte der Kampf zu Ende sein. So könnte das aussehen, ob es so aussehen wird, das werden wir heute Abend sehen, aber ich sehe Povetkin durchaus nicht chancenlos.